Hallöchen und willkommen hier zurück zu Jurassic World Evolution. Beim letzten Mal ging es ja wirklich drunter und drüber mit den ganzen Sturmschäden, den ausgebüxten Dinos etc. Das Geld war ziemlich knapp, also schon wirklich kurz vor 12 sozusagen. Aber wir haben uns wieder berappelt, das Geld ist inzwischen doch deutlich mehr geworden. Die Einnahmen sprudeln mehr oder weniger, $157.000, $158.000 jetzt pro Minute. Es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, aber es war auf jeden Fall schon recht haarscharf und ich hoffe mal, dass heute etwas besser läuft, nicht ganz so katastrophal. Kann ich gerne darauf verzichten, auf diesen Stress, aber naja, wie gesagt, heute geht's hier weiter. Ich habe hier vorne schon mal übrigens ein kleines, naja, Gelände angelegt für das nächste Gehege, was wir bauen können. Und ich habe ja schon mal die Zäune etwas gepimpt. Hier ist ja der komische... Wo ist er denn überhaupt? Hallo? Irgendwo ist ein Dino. Also, ein Einzelner, irgendwo. Ah, hier vorne springt er rum. Metriacanthosaurus. Der streift ja nämlich drin rum, den haben wir beim letzten Mal bekommen, durch die Heilung sozusagen. Und den habe ich mal hier drin gestopft sozusagen. Und die Zäune sind jetzt schon mal stabile Stahlzäune, also große, schwere Stahlzäune. Allerdings, naja, ich weiß nicht, wie stabil die sind, ob die da überhaupt noch ausbrechen können oder ob die da einfach noch ein bisschen länger brauchen. Naja, wir schauen mal. So, wie geht's denn überhaupt? Dem geht's gut, Graslandwald ist in Ordnung. Ich habe nämlich festgestellt, der hat zu viel Wald hier drin gehabt. Der hat sich nicht ganz so wohl gefühlt. Und naja, das wollen wir natürlich vermeiden. So, was haben wir denn hier? Achso, Fossilien, genau. Müssen wir natürlich noch extrahieren hier. Okay, so. Dann gucken wir hier drüben. Den geht's hoffentlich auch gut. Hier... Yangosaurus haben wir hier am Start. Zwei Stück, denen geht's gut. Und wo ist denn eigentlich unser Diplodocus, den wir hier haben? Hier vorne steht er rum. Mensch, der sieht so knuffig aus, der Kleine. Naja, kleine in Anführungszeichen, aber der ist auf jeden Fall schon ziemlich cool. So, ich würde sagen, den gibt man noch ein bisschen Gesellschaft hier. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen Abwechslung gebrauchen hier im Park für die Dino-Vielfalt. Und wo ist denn? Ach, hier vorne war das genau. So, Dinosaurier ausbrüten. Was packt man denn dazu? Das Problem ist, haben wir hier Dracorex, Bewertung, Informationen. Ja, das Problem ist, hier drin sieht man halt nicht wirklich die Informationen, die man benötigt, nämlich ob die Dinos irgendwie kompatibel sind hier mit irgendwelchen anderen Dinos. Da muss man meines Wissens nach immer in diese komische Genom-Datenbank reinschauen. Hier waren das hier, glaube ich. Ne, Fossilien. Ach nee, da war das. Genau, Dinosaurier, Dracorex. So, was haben wir denn hier? Steht das hier irgendwo bei? Ne, steht hier irgendwie nicht bei. Ich hätte gedacht, man kriegt hier irgendwo noch mehr Informationen zum Dracorex. Bei einigen anderen steht das da, dass sie zum Beispiel in kleineren Gruppen leben oder sonstiges. Ansonsten die Vielfalt hat man hier auch nicht, als ob die irgendwie noch andere Dinos dulden. Wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt, dass es hier nicht beisteht. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall testen. Na okay, werden wir mal schauen. Hier vorne haben wir die Trikes und mal gucken. Wir gucken einfach mal, ne? Wir packen einfach ein paar dazu und wenn es nicht funktioniert, packen wir es in ein anderes Gehege. Ist ja auch kein Problem. So, vielleicht mal ein Edmontosaurus, den haben wir ja schon modifiziert, genmodifiziert. Glaube ich zumindest. Ich guck mal kurz. Nicht, dass wir zwei normal ausgebrüht haben. Tatsächlich, hier vorne haben wir noch nicht. Ach, da gibt es auch nichts. Und das müsste eigentlich ganz gut passen. So, komm, ausbrüten. Hauen wir da mal noch einen rein. Für die Vielfalt, ne? Sehr schön. Hallo, ihr Kleinen. Was mir so ein bisschen fehlt bei dem Spiel, ich hoffe, das kommt irgendwann noch rein, dass es irgendwie so auch ja, echtes Rudelverhalten gibt. Ich meine, die stehen ja schon lustig zusammen, aber insgesamt auch, wenn es zum Beispiel ums Jagen geht, habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass die irgendwie zusammen agieren, irgendwelche kleinen Raptorengruppen oder sonstiges. Das wäre mal interessant, ob das irgendwann noch rauskommt. So, wir erforschen weiter. Was haben wir hier? Reaktionstempo. Das Bleißen dieses Gens erhöht die Angriffs- und Lebenserwartungseigenschaft. Heuschreckenkrebs. Was? Heuschreckenkrebs? Was ist denn Heuschreckenkrebs? DNA verbessert die Reaktionszeit durch Entwicklung hochempfindlicher Nerven. Na, das nehmen wir mal. Können wir nämlich tolle Kampfdinos züchten. Okay, so. Wie sieht es denn eigentlich mit der Gesamtstatistik hier im Park aus? Ich glaube noch nicht so rosig. Da geht noch ein bisschen was. Nahrungsbewertung, Getränkebewertung. Spaß haben natürlich auch nicht so viel, allerdings durch Shoppen. Die haben gar keinen Spaß hier durchs Anschauen von den Dinos, sondern halt nur durchs Shoppen. Ne? Logisch. Wer kennt's nicht? Okay, so, dann müssen wir mal gucken. Hier vorne, wie gesagt, haben wir noch ein Gehege, das können wir nochmal pimpen. Ich bin mal überlegen, was wir da reinpacken. So, Dino freilassen.
Na komm, mein Kleiner. Noch ein bisschen schneller hier. Wir haben Termine, ne? Freundchen Edmontosaurus, immer raus damit. Na, hopp, los, komm. Okay, lass mich auch gleich noch frei, dann könnt ihr vielleicht zusammen da gleich rumhoppeln. Ja, sehr schön, erst schon mal durch. Hervorragend. Hier kann man auf jeden Fall angucken, bei dem hier. Hier steht, glaube ich, auch die... Genau, er lebt normalerweise allein, kann aber auch in kleinen Gruppen und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl Dinos anderer Spezies zusammenleben. Ja, ist halt die Frage, ob wir das testen, ob wir da jemanden zupacken. So, komm, der rennt jetzt auch hier durch. Dann machen wir das Tor gleich zu und dann brüten wir mal zwei Fleischfresser aus. Boah, ist ja laut. Hallo. Okay, ich kriege hier das Tor nicht anvisiert, weil ich immer den... Na, Freundchen. Tor schließen. Ach, shit. Tor öffnen. Hallo. Okay, naja, so viel zu... Wir brüten... Obwohl, wir können trotzdem ein paar Fleischfresser ausbrüten. Hat halt Pech gehabt, der Kleine, ne? Wie soll es auch noch sein? Dilophosaurus. Oh, Velociraptor. So, komm. Genom modifizieren bei dem Velociraptor. Und zwar hier vielleicht ein bisschen Alpinmuster. Oh, Velociraptoren sind so geil, muss ich sagen. Gefallen mir richtig, richtig gut. Gut, Verdauung, Belastbarkeit. So, das. Und natürlich Kampfkraft. Nee, wir wollen Kampfkraft. Auf jeden Fall wollen wir Kampfkraft natürlich. So, Härte der Zähne. Sehr schön. Kostet auch nur schlappe 800.000, der kleine Dino. Ist gar kein Problem. So, wir schauen mal ganz kurz nach. Übrigens, kleiner Tipp noch am Rande, beziehungsweise danke für den Tipp, sagen wir es mal so. Für den, wenn man hier T drückt, kommt man nämlich auf das ECU-Zentrum. Da habe ich mich beim letzten Mal noch gesucht, diese Schnelltaste quasi, und es gibt tatsächlich eine Schnelltaste. Danke für den Hinweis. Und für den, die es nicht wussten, ne, der Tipp, T drücken. Expeditionskarte ansehen. So, wir schicken auf jeden Fall mal wieder ein Team los, denn wir brauchen noch weitere... Ja, Genombausteine. 178.000 pro Minute. Also die. Nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. Okay, die Frage ist: Ist der Kleine jetzt wieder rein? Ich glaube, der ist schon wieder reingerannt, oder? Dann gucken wir jetzt auf die Karte. Ja, sieht super aus. Genau, sind alle hier drin. Und dann packen wir mal hier drüben noch die anderen Dinos rein. Wir könnten rein theoretisch hier bei den großen Dinos vielleicht mal so ein Dino nochmal drin packen. Ich meine, die werden sie ja wohl nicht angreifen. Ist halt die Frage, ob man wirklich mal Fleischfresser und Pflanzenfresser in ein Gehege packen kann. Ich meine, logisch wäre es zum Beispiel halt bei so diesem Bronto oder Brachiosaurus oder diesem Diplodocus, dass man da vielleicht irgendwie so kleine Raubsaurier mit reinpackt. Das müsste doch eigentlich funktionieren, theoretisch. Okay, so 70%. Es ist halt schon nicht so günstig, die auszubrüten, aber ich glaube, es lohnt sich und ich hoffe wirklich, dass sie sich nicht hier bekriegen. Ansonsten, wir können die auch alternativ betäuben und die vorne reinpacken. Ich baue mal schnell hier ein Gehege. Falls es irgendwie in die Hose geht, dass wir da irgendwie reagieren können. So, wir müssen übrigens auch mal gucken, dass wir hier vielleicht insgesamt mal noch diese Einschienenbahn bauen. Denn das Problem ist eine ganze Sache. Die Leute wollen halt auch Transportmittel haben. Die wollen nicht den ganzen Weg laufen. Faule Bande. Aber so ist es halt. So, das einmal hier. Einmal hier so rumbasteln quasi den Zaun. Das müsste eigentlich ganz gut hinhauen. Okay, so, das haut einigermaßen hin. Ich finde es natürlich immer ein bisschen problematisch, wenn man zum Beispiel diesen Part nicht mehr nutzen kann. Aber da kann man notfalls ein paar Bäumchen reinstopfen. Ist auch nicht das Problem, glaube ich. Okay, warte mal, machen wir nochmal neu hier an der Stelle. So.
toter Dinosaurier, natürlich. Wahrscheinlich wieder in einer Altersschwäche gestorben. Schauen wir ganz kurz nach. Wo haben wir es denn? Hallo. Na, gestorben an Altersschwäche, ja. Okay, die Kleinen sind natürlich etwas labil, muss ich sagen. Und die können wir natürlich gleich abholen. So, T drücken, ganz wichtig, ne? Abholen. Hinweg damit. Na, der ist natürlich irgendwie in die Hose gegangen. Mit 70% ist auch gar nicht so gut, aber zumindest schon mal, naja, würde das sicherlich nicht funktionieren. So, ich bin mal gespannt, ob wir demnächst den Anki hinkriegen. Das wäre schon ziemlich cool, denn die Ankis sind ja auch jetzt schon neu auf der Karte hier auf der Insel, dass wir die ausbrüten können. Allerdings ist da das Genom noch relativ unvollständig. Ich glaube, was hat man hier gerade irgendwie? 40% oder so, oder nicht mal? Achso, ich kann gerade nicht nachgucken. Schauen wir gleich mal. Produkt unterwegs. So, Produkt unterwegs. Also der andere Dino ist gerade mal jetzt hier auf dem Weg in den Himmel, ne? Im wahrsten Sinne. So. Na komm, 88%, sehr schön. Wir können hier drüben schon mal das Tor aufmachen. Ich hoffe wirklich, dass sie sie nicht irgendwie bekriegen. Das wäre extrem ungünstig. So, wir lassen erstmal raus und gucken dann mal nach, was er denn... Sabotage im Gang. Was? Die Sicherheitsabteilung berichtet über... Aber mein Instinkt sagt mir, dass wir von einer anderen Abteilung sabotiert wurden. Das ist ja schon frech. Was stand da gerade irgendwie? Die Sicherheitsabteilung berichtet irgendwie über defekte Beute. Hallo, das ist ja gleich alles hier deaktiviert. Was zum Henker? Das ist ja mal echt frech. So, Ranger-Team. Moment, nee. So, Ranger-Team. Das Schlimme ist, man kann immer beim Ranger-Team hier nicht direkt den automatischen Befehl geben, wenn irgendwie ziemlich viel deaktiviert ist. Ich weiß noch nicht, ob das ein Bug ist oder sonstiges, ob das gewollt ist, dass man wirklich das erste Kraftwerk hier komplett alleine neu starten muss. Das ist halt ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir gucken mal ganz kurz, wo ist denn das hier? Da vorne. Das hier? Nee, das ist ja... Kleines Kraftwerk neu starten. So. Okay, jetzt müsste das eigentlich hinhauen. Die haben das gleich neu gestartet, das Kraftwerk. Hoffe ich. Ranger-Team, jetzt geht Aufgabe hinzufügen. Also ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das wirklich Absicht ist, dass es so, ja, komplett dann überhaupt gar nicht funktioniert an der Stelle. Bin mir nicht sicher. Naja, okay. So, jetzt haben wir den Zaun auch hier vorne gebaut. Das wäre ziemlich in die Hose gegangen, glaube ich. Ja, eine echte Katastrophe, wenn wir hier immer die Dinos loslassen und dann jetzt haben wir immer den Zaun offen. Das wäre nicht so gut, glaube ich. Aber, Mensch, Spaß in Tüten. Für die ganzen Zuschauer mal echt hier so ein bisschen Survival-Training, wenn die alle mal hier vor den Dinos davon flitzen müssen. Ne? Wäre ja auch gar nicht so schlecht. Okay, so. Dann bauen wir hier vorne mal so ein bisschen noch Zeugchen. Hier so ein bisschen hoch. Sabotage beseitigt. Das verstehe ich halt auch nicht. Ich meine, warum sabotieren die einzelnen Abteilungen sich gegenseitig? Ich meine, wenn das hier nicht funktioniert, dann sind die anderen Abteilungen da auch am Arsch. Ne? Also, wäre jetzt auch nicht so gut. So, schon wieder ein toter Dino. Ja, die ganzen Kleinen sterben jetzt natürlich nach und nach, weil wir schon einige Zeit unterwegs sind im Park. Aber so ist es halt. Kommen halt neue raus. Was soll's. Okay, entfernen. Oh jawoll, Velociraptoren, Mensch. Hallöchen. Sehr schön, Mensch. Ah, die sind so cool und die Musik noch dazu. Das wirkt immer so unscheinbar. Echt cool, aber... Jawoll, lächeln. Raptoren haben einen schlechten Ruf, weil niemand versteht, dass sie Alpha-Raubtiere sind. Unser Job ist es ihnen, den Raptoren zu zeigen, dass wir ebenfalls Alpha-Raubtiere sind. Okay, so, dann Probe aufs Exempel, Tor öffnen. Ich hoffe, dass sie sich hier irgendwie grün sind, ansonsten haben wir ein Problem. Dann ist hier einer von beiden Dino-Arten gleich Geschichte. Obwohl, ich sag mal so, ne, der andere Dino, ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie er heißt hier, der ist leider dann in der Unterzahl, weil das Problem ist, den können wir halt nicht nochmal ausbrüten und der rennt natürlich direkt schnurstracks hier rein.
Na, kämpft er gegeneinander? Okay, der freut sich schon mal Bestand und sozial. Der braucht auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen, ja, Gesellschaft. Nein, 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 komm mal her. Metriacanthosaurus. Ich vergesse den Namen immer. Unglaublich. Na komm, geh rein hier. Du willst es doch auch. Komm, ich würde sagen, wir holen mal noch so einen Raptor hier dazu. Ausbrühen 800.000. Ist halt schon echt nicht so günstig, aber es lohnt sich, glaube ich. Als Besucherattraktion unglaublich geil, glaube ich. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Na, 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 na. Okay, das sieht nicht gut aus. Die dulden hier keine anderen Dinos. Ach nee, er hat sich kurz angeknurrt und jetzt gehen sie wieder. Alles klar. Ja, ich hoffe dann mal, dass sie sich dann auch irgendwie in Ruhe lassen. Wir haben uns gerade mal kurz die Verhältnisse erklärt hier, die ja, Rangordnung mehr oder weniger. Oh nein, ein Ei ist nicht geschlüpft. Mal wieder nicht. Also die sind auf jeden Fall noch nicht so wirklich gut. Ich meine, das kostet im 800.000. So, komm, ausbrüten. Wir haben's ja. Okay, so, Ranger-Einheit los, denn wir müssen mal ganz kurz hier die Futterstation auffüllen. Unterwegs, um Futterstation zu füllen. Lege weitere Aufgabe fest. Denn das Problem wäre halt, glaube ich, wenn die irgendwie kein Futter haben, dann, naja, könnte es doch ja sein, dass sie sich irgendwie selber futtern. Okay, so, ja, wir sind irgendwie noch nicht vorangekommen hier insgesamt. Ein bisschen was haben wir erforscht, das ist gar nicht das Problem. Machen wir gleich mal weiter, Forschung ansehen, die letzten Sachen noch erforschen, also... Man sieht, dass hier schon fast alles erforscht wird. Drüben noch einmal kurz bei der genetischen Forschung noch die High-DNA, quasi Immunreaktion Version 2, können wir erforschen. Und übrigens habe ich festgestellt, man kann auch, wenn zum Beispiel hier irgendwie, ich habe hier so die Gebäude-Upgrades, also wie hier zum Beispiel, wo waren das hier unten? Ne, Moment, wo war denn das? Ja Mensch, hier ist gerade irgendwie so ein bisschen Massensterben hier drüben im Gehege, weil die alle schon relativ alt sind. Die waren ja mit so die ersten Dinos hier im Tierpark oder im Dino-Park vielmehr. Deswegen sterben natürlich jetzt alle gleichermaßen. Müssen wir für Nachschub sorgen, sonst würde es mit der Attraktion nicht. Aber das machen wir gleich. So, Tor erstmal zu. Ja, was ich gerade bei der Forschung sagen wollte, da war ich gerade echt stehen geblieben, da hatte mein Wecker geklingelt auf jeden Fall. Und zwar, wenn man eben zum Beispiel hier unterwegs ist, zum Beispiel hier bei Gebäude und hier Transport für 2 Millionen erforschen muss, hier diese Einschienenbahn, das kann man übrigens auch auf der Startinsel machen. Das ist Einkommen ja deutlich höher aktuell und da sind die 2 Millionen überhaupt gar kein Problem. Deswegen kann man immer zwischen Inseln hin und her wechseln. Alles, was irgendwie teuer ist, kann man da halt irgendwie halt auch erforschen. Also kann man durchaus mal nutzen. Warum man da halt das Geld nicht mitnehmen kann, aber die Forschung trotzdem übergeben wird an die anderen Inseln, das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber naja, was soll's. Ist halt so, müssen wir mitleben. Okay, so. Gucken wir uns kurz nach. Das ist schon hier ausgebrütet. 87%. Das ist noch ein bisschen. So, Expeditionskarte. Wir brauchen auf jeden Fall noch Nachschub. Wo ist denn echt Anki? Der war hier drüben irgendwo, glaube ich, oder? Ankylosaurus. Wo haben wir den denn? Hier oben. So, Fossilien ansehen. Haben wir am Start. DNA extrahieren. Auf jeden Fall ein bisschen was hier vom Dilophosaurus. Bin mal gespannt, wie groß die im Spiel tatsächlich sind. Erfolgreich aufgezogen. Sehr schön. Velociraptor. Nummer 3. Dann mal raus damit. Die sind auf jeden Fall auch echt nicht günstig. Und man sieht es auch schon, das Geld geht richtig gut runter. So, Tor öffnen. Wo haben wir sie denn hier? Haben sie gleich versteckt, die Kleinen? Ne? Gar nicht zu sehen. Ja, Mensch, geh mal zu deinen Freunden. Genau, geh mal den Freunden spielen. So, was haben wir denn hier? Bestand ist relativ gut. Also, wie gesagt, das ist ja der Hinweis, wie viele andere Dino-Spezies insgesamt hier im Gehege sein dürfen. Und sozial ist, glaube ich, das, was ja von den Velociraptoren gewünscht ist. Also, Velociraptoren, andere, gar nicht so viele. Wir haben hier zum Beispiel Informationen. Ja, soziale Gruppe 2 bis 6. Also, 2 bis 6 Raptoren hier in dem Gehege. Und insgesamt idealer Bestand bis zu 20 Tiere. Egal welcher Spezies. Also von daher, das ist schon mal der Hinweis. Das wusste ich beim letzten Mal noch nicht so ganz, wie das genau zusammenhängt. Aber das ist zumindest schon mal die, ja, Information dahinter.
So, wir brauchen auf jeden Fall einen Nachschub. Ein Trike ist gestorben. Wahrscheinlich stirbt er gleich der nächste. Machen wir gleich mal zwei. Es schadet ja nicht. So, was sagt die Kohle? 235.000 pro Minute. Das ist schon mal richtig gut. Damit können wir arbeiten. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir hier demnächst mal die Einschienenbahn bauen. Das Problem ist, ich habe ein bisschen schlecht geplant, was das angeht, denn... Obwohl, so schlecht habe ich gar nicht geplant, weil hier müssen die ja sowieso nicht hin. Die Zuschauer, die können ja von mir aus von hier oben irgendwie oder hier loslegen mit der Einschienenbahn. Weil hier können sie ja ganz normal bequem hinlaufen. Dann vielleicht hier hinter, irgendwo dann hier in dem Bereich, hier hinter dann so. Das sollte, glaube ich, passen. Da kann die Frau de Bande einfach mal hier durchfahren quasi mit der Bahn, anstatt zu laufen. Naja, Bequemlichkeit siegt. Okay, so, ein bisschen wenig los im Gehege, weil die alle gestorben sind, die ganzen Dinos. Aber das kommt gleich noch. Okay, so, Forschung ist abgeschlossen. Fusion ist auch wieder am Start. 14% vom Angie. Das ist natürlich überhaupt gar nichts. Da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Deutlich mehr, bevor wir überhaupt mal anfangen können, so einen Anki auszubrüten. Aber so ist es halt. Okay, so, hier vorne mal ein Gehege, was aktuell noch nicht genutzt wird. Das macht aber nichts. Da kommen auf jeden Fall demnächst noch Dinos rein. Ein bisschen Platz haben wir noch. Wir können ja mal gucken, dass wir vielleicht die Einschienbahn irgendwo hinbauen. Beziehungsweise im Moment. Ja, ist halt auch ein ziemlich großes Teil hier, muss ich sagen. So. Ja, ich bin mir halt auch nicht sicher, wo man das am günstigsten hinbaut, das Teil. Weil es halt doch schon echt riesig. Hier vielleicht irgendwo. Ich meine, es kostet nur 200.000, das ist in Ordnung. Die Frage ist halt wirklich, wo können wir das hinpappen, damit das hier nicht irgendwie völlig katastrophal aussieht. Hier wäre eine Möglichkeit, dann ist der Weg vielleicht ein bisschen komisch hier hinten. Mal ganz kurz gucken. Passt das hier vom Weg her? Naja, sieht irgendwie nicht wirklich gut aus. Aber zumindest vom Weg her können wir das hier ein bisschen anpassen, glaube ich. Okay, so, warte mal kurz. Wir machen das mal so. Okay, so, das muss natürlich noch ein Stück nach unten. Okay, Strecke unverständlich ist natürlich klar, denn logischerweise kann ja noch nichts funktionieren, weil wir haben noch keinen anderen Bahnhof gebaut, keine andere Haltestelle sozusagen. Und es ist natürlich logisch, dass das hier natürlich dann überhaupt nicht hinhaut. So, das müssen wir irgendwie noch hinkriegen, das hier. Ja, das ist natürlich blöd jetzt hier vorne mit der Station. Okay, das pimpen wir mal ein bisschen. Ansonsten den Weg könnten wir Red Torch auch. Ja, warte mal, es haut ganz gut hin. Das machen wir mal ganz kurz weg hier vorne. Oh, shit, den Weg wollte ich gar nicht entfernen. Ich wollte eigentlich ja diese Verteilerstation, dieses Umspannwerk, wollte ich eigentlich entfernen. So, dann können wir es nämlich auf jeden Fall anheben. Und dann passt das auch. So, den Weg bauen wir erstmal wieder hin. Naja, nicht schön, aber selten, wie man so schön sagt, ne? Also von daher, alles in Ordnung. So, das können wir noch ein bisschen anheben hier vorne, glaube ich. Okay, naja, vorne noch eine kleine Delle drin, aber das ist Wurst. Ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch, wenn wir so eine Delle drin haben. Können das hier vielleicht noch ein bisschen absenken. So, passt, alles klar. Dann kommt hier auf jeden Fall so ein Verteiler-Dings wieder hin, so ein Umspannwerk quasi. Wenn ich es da hinkriege, wird es wahrscheinlich wieder gleich extrem stuller aussehen. Da pappt man das lieber auf die andere Seite hier drüben, ne? So, okay, sehr schön. Dann brauchen wir natürlich noch eine Stromversorgung hier rüber einmal. Okay, cool. Ja, dann können wir jetzt mal gucken, dass wir hier vielleicht die
Einschienenbahn irgendwie versorgt kriegen. Strom hat es auf jeden Fall. Die braucht halt natürlich irgendwie ein bisschen noch, ja, einen anderen Bahnhof. Okay, so, die sind fertig. Die Dinos hier, die können wir mal rauslassen. Was soll ich sagen? Gut gemacht. Okay, eine Inselbewertung von 2 Sternen brauchen wir noch. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir noch die Aufträge erfüllt bekommen. Das Problem ist nämlich irgendwie, gerade durch die Aufträge können wir hier noch ein bisschen mehr Sachen freischalten. Deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen, dass wir da möglichst schnell vorankommen. So. Was haben wir denn hier? Im Moment Auftrag war das nicht. Hier Missionen. Missionen haben wir noch nicht freigeschaltet. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall für die anderen Abteilungen noch irgendwelche Aufträge erfüllen, damit die ein bisschen... Man sieht es hier, die Aufträge werden hier drüben erst freigeschaltet. Das heißt, wir brauchen mehr Ruf von denen. Sabotagerisiko hoch. Ja, super. Das läuft hier, liebe Leute, das läuft. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Okay, so, was haben wir hier als Warnung? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Genom ist, aber wenn es neu ist, gefällt es mir. Also, ist es neu? Ja? Perfekt. Oh Mann, also der ist wirklich nicht der hellste hier, der Freund. Aber was soll's? Hauptsache er zahlt Kohle. Okay, so, dann brauchen wir auf jeden Fall wieder hier Strutiomimus am Start. Da sind ja einige gestorben. Die sind ja relativ günstig, ne? Und die sind auch nicht so, naja, ich sag mal so, die Mega-Monster-Attraktion, aber zumindest schon mal ein bisschen Vielfalt hier ist auch nicht schlecht. Okay, alles klar. Dann haben wir hier die Edmontosaurus-Viechers hier am Start. Ansonsten die Trixen noch dabei und die Kleinen auch am Start. Und hier drüben haben wir auf jeden Fall so das Raubsaurier-Gehege. Mal gucken, was wir dann reinpacken können. Haben die hier soziale Gruppe, Velociraptor, am Verhungern. Warum am Verhungern? So, 8 von 10. Jagt da keine Lebendbeute oder gibt es einfach nicht genug? Müssen wir mal gucken. Sekunde. Gehege. Packen wir das mal vielleicht. Vielleicht jagt da keine Lebendbeute, womit ich jetzt wundern würde. Komm, wir pappen das mal so hin. So, in Panik. Der wird wahrscheinlich gleich versuchen auszubüchsen. Nahrung auf 0. Na komm. Genau, geh mal da hin und futter mal was. Freundchen. Nee, nicht da. Genau, da. Na, hier hinten. Da. Der will nicht. Warum will der nicht? Was ist hier los? Irgendwas hier falsch? Der ist kaputt. Mal wieder ins Ei stopfen, neuen ausbrüten. Und dann gucken wir mal. So, dem geht's. Er ist auch am Verhungern. Hallo, Freunde, was esst ihr denn? Okay. Geht ihr was essen oder geht ihr nichts essen? So, dick. Das verstehe ich noch nicht. Warum fressen die denn nicht? Die sind kaputt. Mensch, was haben wir denn da ausgebrütet? Unglaublich. Das Genom ist kaputt. Das Problem ist, wenn die gerade irgendwie so ein bisschen Panik haben, ist das nicht so gut. Weil das Problem in der ganzen Sache ist, gerade wenn Dinos in Panik geraten, dann versuchen die auszubrechen. Und das wäre extrem schade. So, ist der jetzt was? Das verstehe ich nicht. Warum essen die denn nicht? Ich meine, Lebendfutterstation haben wir am Start und wir haben das ganz normale andere Futterding da am Start. Ah, jetzt frisst er endlich. Mann, Mann, Mann. Unglaublich. Oh, der hat noch Hunger. Oder was? Also er hat auf jeden Fall gefressen. Oder was natürlich das Problem sein kann. Okay. Das heißt, wenn er zum Beispiel jetzt... Man hat es gerade gesehen, er hat ihn angebrüllt. Vielleicht ist das Problem, dass sie sich irgendwie gegenseitig die Nahrung streitig machen. Das könnte durchaus sein. Thank you.
Ja, das läuft nicht so gut hier mit den Velociraptoren. Mal gucken, ob die gleich was zu futtern kriegen. Na, komm, jetzt gehst du essen. Na, komm. Ist was. Jetzt hast du Zeit. Nutz die Chance. Nutz deine Gelegenheit. Die wollen nicht. Ja Mensch, dann würde ich trotzdem erstmal sagen, sollte es gewesen sein. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal die Velociraptoren noch da sind und dass wir die irgendwie hier gefüttert bekommen, weil irgendwie scheinen sie hier nicht ganz grün zu sein. Naja, was soll's. Okay, dann sag ich schon mal danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss.